Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Wir halten hier bei uns in Bochum den gewöhnlichen Tintenfisch, Sepia officinalis heißt er. Die Tiere sind jetzt hier bei uns in der zweiten Generation mittlerweile. Was wir hier sehen, sind Nachwuchstiere. Die ersten Tiere sind geschlüpft hier in Bochum, also im Januar, dann zog sich das hin bis Februar. Und insgesamt haben wir jetzt etwa 60 Tiere noch im Hintergrund. Das hier ist so eine kleine Auswahl, das sind jetzt 8 Jungtiere. Wir müssen jetzt gucken, das Besondere ist halt bei der Zucht, dass man die Tiere vereinzelt hinterher, beziehungsweise die Jungtiere vereinzelt, weil die Männchen wachsen immer ein bisschen schneller, sind größer und es gibt so innerartlich zwischen Männchen und Weibchen gerne mal Berührungspunkte. Die Weibchen ziehen dann immer den kürzeren und das ist gerade bei der Zucht das Wichtige, dass man den richtigen Zeitpunkt abpasst und die Tiere dann vereinzelt. Wir geben unsere Tiere an unterschiedliche Zoos ab oder Institute, je nachdem wie die Nachfragen sind. Und so langsam ist es auch Zeit, dass wir die Tiere weiter separieren. Ich kann jetzt gleich nochmal füttern. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. So, das ist jetzt das Futter. Das sind Schwimmgarnelen. Wir bekommen einmal in der Woche aus Büsum eine Lieferung an lebenden Garnelen. Dementsprechend kostenintensiv ist natürlich diese Zucht von den Sepien, wenn man bedenkt, dass wir 60 Tiere haben und die einem die Haare vom Kopf essen. Ich gebe jetzt gleich die Garnelen in das Becken. Und dann kann man mal sehen, wie die zuschlagen. Sepien fressen am liebsten natürlich Garnelen oder kleine Krebstiere. Die Beute wird mit den zwei Fangarmen gegriffen, dann wird die Beute wieder zurück zum Mund gezogen. Und im Mund selber gibt es einen papageienähnlichen Schnabel, mit dem werden so diese Krustentierchen geknackt und verspeist. Den sieht man eigentlich nicht. Also da muss man sehr viel Glück haben, wenn das Tier gerade an der Scheibe ist und die Tentakel alle beiseite macht, hat man vielleicht Glück, bei einem größeren Tier diesen Schnabel zu sehen. Als wir die ersten Tiere hier bekommen haben, gab es auch im ersten Jahr sofort schon Nachzuchten. Zwar von der Menge her ein bisschen weniger als jetzt, aber wie gesagt, es läuft weiterhin ganz gut hier. Der gewöhnliche Tintenfisch, der ist zum Beispiel auch bei uns an der Nordsee verbreitet, im Atlantikgebiet. Dann geht es runter einmal durchs Mittelmeer und sogar bis Westafrika. Für die Zucht oder für die Haltung ist wichtig, dass das Wasser kühl ist. Wir haben hier bei uns so zwischen 18 maximal 20 Grad. Es ist halt relativ aufwendig, die Tiere zu züchten, deshalb ist im Zoo der Tierpark Bochum im Moment der einzige Züchter. Wie gesagt, wir geben unsere Nachzuchttiere dann ab an andere Institutionen, aber momentan züchten wir die als einzige Einrichtung. Generell wird der gewöhnliche Tintenfisch, so etwa 12 bis 15 Monate alt. Das ist halt ein sehr kurzer Zeitraum, auch für die Tierpfleger. In dieser Zeit müssen halt die Tiere vom Jungtier so gut gefüttert und verpflegt werden, dass sie zur Geschlechtsreife kommen und dementsprechend aufpassen muss man dann auch, dass es zur Eiablage kommt. Man muss halt die Paare richtig kombinieren können. Das ist ein, wie gesagt, sehr enger Zeitraum, in dem der Pfleger da Möglichkeiten hat einzugreifen. Das macht das Ganze natürlich auch sehr interessant und spannend. Also die Tintenfische gehören zu den Mollusken bzw. Zu den Kopffüßlern. Und da kann man eigentlich ganz gut drauf sehen.
Die Tiere haben vorne am Kopf so ihre Ärmchen, die Fangarme, die Tentakel, dann natürlich zwei relativ gute und große Augen. Und der Kopf, der schließt sich an diesem Mantel an, das ist praktisch der restliche Körper. Und der Mantel selber, der hat so einen Flossensaum, der unduliert und damit schwimmen die halt. Sie bewegen sich mit dieser Bewegung fort. Sie haben aber, wenn man unten drunter guckt, nochmal so einen kleinen Siphon, heißt das. Das ist so eine kleine Düse, die ist beweglich. Der Mantel kann Wasser aufnehmen und wenn der Mantel zusammengedrückt wird, wird das Wasser über diesen Siphon nach außen geströmt. Dadurch können die wie so ein mit Rückstoßprinzip praktisch können sie halt schwimmen. Es geht meistens in eine Richtung, fluchtartig nach hinten, aber sie können halt auch in alle anderen Richtungen rechts, links schwimmen mit Hilfe von diesem Siphon und von diesem Flossensaum. Schnecken, Muscheln gehören zum Beispiel auch in diese Kategorie. Die Tiere haben allerdings das Gehäuse, ihre Schale außenrum, kennt man ja von Schnecken und Muscheln. Bei den Tintenfischen ist es so, dass die Schale im Körper selber ist. Bei den Tintenfischen, Sepia zum Beispiel, jeder der Wellensittiche hat, kennt diesen Sepia-Schulp. Das ist praktisch das stützende Element in diesem Sepia-Körper. Es ist eine Kalkstruktur, die mit Gas befüllt ist und dem Tintenfisch an sich als Auftriebskörper dient, um somit im Wasser alle möglichen Höhen einzunehmen. Sepia an sich lebt eher am Boden, kann aber auch halt frei schwimmen, macht das aber nicht ganz so gerne. Größere Tiere verstecken sich gerne im Sand und warten halt, weil es Lauerjäger sind, eben darauf, dass die Beute vorbeischwimmt. Schreibt jetzt eure Fragen unten in die Kommentare. Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.